Einführung in die AFB. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TrainSim World 3. Heute lernen wir die AFB kennen in einem ICE 3 und ja, dazu heiße ich euch herzlich willkommen. In diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man die automatische Fahr- und Bremssteuerung AFB verwendet. Ja, das werden wir jetzt Dieser alles hier Zug rausfinden. Wurde bereits aufgerüstet und vorbereitet. Sie müssen die AFB über das linke Multifunktionsdisplay aktivieren. Ja, da. Das wissen wir ja mittlerweile, aber das tun wir jetzt einfach mal so. Und dann, genau, die Nummer 6. AFB. 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 So, und jetzt sollen wir die AFB auf 120 km/h vorwählen. Beziehungsweise schalten, dann machen wir das mal. So, sind wir jetzt? Erhöhen Sie die Leistung, um in Bewegung zu kommen. Der Zug wird bis zur vorgewählten Geschwindigkeit beschleunigen und diese halten. So, dann werden wir mal abfahren, würde ich sagen. Bremsen sind gelöst. Auf geht's. Ach, wir sollen ihn auf Maximal stellen, dann tun wir das. Die automatische Fahr- und Bremssteuerung AFB arbeitet auch mit der LZB-Zugsicherung zusammen, um die LZB-Höchstgeschwindigkeit einzuhalten. Die LZB wiederum wird in einem anderen Trainingsmodul behandelt. Ja, das haben wir ja schon abgeschlossen letzte Woche. Die LZB-Einführung, das könnt ihr bereits in einem anderen Video sehen. Heute geht es hier um die AFB. So, wir werden jetzt wie vorgewählt auf 120 km/h beschleunigen. Also der Zug wird auf keinen Fall schneller werden. So, ihr seht's, wir haben es gleich soweit erreicht. Ich denke mal, dass wir dann gleich, wenn wir die Kurve hier hinter uns haben, beziehungsweise diese Schleife, das ist ja dieses Übungsgelände hier, wo wir jetzt gleich praktisch wieder an derselben Stelle anhalten werden, wo wir losgefahren sind. Naja, tut sich noch ein bisschen schwer, die vorgewählte Geschwindigkeit zu erreichen. Aber wir nähern uns dem ganz langsam. 116 immerhin, 117. Jetzt hier einmal durch den Tunnel. So, jetzt sollen wir gleich über einen Ort fahren, die Hauptschleife. Also anhalten müssen wir da Gott sei Dank nicht, sonst wäre es ein bisschen knapp jetzt. So, da haben wir die 120 auch gleich erreicht. Das ist der Punkt, über den wir fahren sollen. Ich werde jetzt erstmal nicht weiter beschleunigen, weil ich gar nicht weiß, ob wir gleich anhalten müssen irgendwo. Deswegen werde ich jetzt erstmal ein bisschen warten, was passiert. Bevor wir nämlich gleich hier irgendwo über den Zielpunkt hinaus sausen, das wäre nicht so gut. So, was wird jetzt von uns verlangt?
dann will man... Ach, siehst du, jetzt müssen wir nämlich anhalten. Das heißt, ich werde hier mal schön bei 120 bleiben. Das macht, glaube ich, nicht mehr so viel Sinn, oder? Ich da jetzt noch groß aufschalte. Ja, ich kann ja mal ein bisschen gucken, wie weit wir kommen. 120. Naja, so weit dürfen wir dann doch nicht. Nein. 200. Schauen wir mal. So, nur gleich, sobald die Kilometer wieder weniger werden, gleich langsam wieder bremsen, weil sonst schaffen wir das nicht mit dem Anhalten. Ich werde jetzt aber nicht bis 300 fahren, weil das wird dann sonst zu knapp. Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Fangen Sie an, langsamer zu werden. Natürlich. So, jetzt soll man mit Sicherheit bremsen, oder? Um den Zug anzuhalten, sollte anstatt der AFB das Führerbremsventil benutzt werden. Das werden wir mal tun. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Naja, schießen leicht drüber hinaus, ganz leicht. Aber naja, was soll man machen? Ist ja nur eine Übung. Haben uns leicht verbremst, ganz, ganz leicht. Aber wirklich noch im Rahmen, würde ich sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wer weiß wie weit hinaus bin. Also leicht. Es ist leicht verbremst. Leicht am Bahnsteig vorbei. Also ist jetzt nicht weit übertrieben, muss man ja auch gestehen. Ne? Also es geht gerade noch so. Also Gut gemacht. Sie haben die Einführung in die Benutzung der AFB abgeschlossen. Ganz. Also ich würde sagen leicht. Ganz leicht. Naja. Kommen wir den Gold? Jawohl. Gold immerhin. So, das war's dann mit dieser kleinen AFB-Einführung. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Video. Haut rein, macht's gut, habt eine schöne Woche, beziehungsweise ein schönes Wochenende. Für alle die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, vor 2 Tagen wurde meine kleine Tochter geboren und ich bin seitdem wirklich auf Wolke 7. Und ja. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ich habe auf jeden Fall ab jetzt eine sehr, sehr schöne Zeit. Die ist super, super süß und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist alles super gelaufen, kerngesund. Sie ist ganz, ganz toll, knuddelig, super süß und ja, haut rein, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut.